Moinsen, liebe Zocker und Zockerin, hier ist mal wieder der Aggressor am Start und ich fange jetzt hier bei der Kampagne die Mission 6 an. Jiha! Dann wollen wir mal loslegen. Wahrscheinlich kommt jetzt noch der Abspann von Mission 5 hier, es kann gut sein. Ich spüre den Hass meiner Königin. Aha. Er brennt wie ein Stern. Doch darunter verbirgt sich etwas, das ich nicht verstehe. Aha. Das ist Schmerz, Isha. Genau. Manchmal kann mich nicht einmal mein Hass vor Erinnerungen schützen. An einen Feind, der dich verletzte? Nein, Erinnerungen an bessere Zeiten. Ach so. An einen Freund, der jetzt verloren ist. Ja, der gute Freund, ne? Du bist stärker geworden, meine Königin. Ja. Neue Fähigkeiten sind jetzt in deiner Kammer verfügbar. Ah, Kerrigans Kammer. Eine neue Fähigkeitsstufe ist erwacht. Jeha! Wenn du eine deiner neuen Fähigkeiten verwenden willst, musst du sie auswählen oder sie wird nicht aktiviert. Zergling-Wiedergeburt. Ablenkzeit 30 Sekunden. Getötete Zergling werden an ihrer Hauptbrutstätte kostenlos neu erschaffen. Erschafft alle 30 Sekunden bis zu 10 Zerglinge, bis alle Zerglinge wiederbelebt wurden. Verbesserte Overlords. Overlords werden aus... Overlords werden augenblicklich erschaffen und gewähren 50% mehr Versorgung. Ja, das finde ich mal schön, ne? Und, Kinetische Welle. Lieber so. Obwohl die Sterne. Ach nee, lassen wir es so. Jo. Und zurück. Und dann wollen wir mal hier noch in die Evolutionsgrube reingucken. In die Grube der Gruben. Oh, da kommt der Schleimbeutel wieder. Entdeckung. Ja. Große Verbesserung für Zergling-Sequenzen. Okay. Was für eine Verbesserung? Genau. Antwortkomplex. Dann Evolution von entwickeltem Zergling spalten. Ich nix wissen. Zwei neue Stränge bilden. Dann füge sie dem Schwarm hinzu, Abatur. Stränge schließen einander aus. Gleiche Sequenzen benötigt. Muss für einen entscheiden. Okay, Meister Yoda. Verwerfen. Gut, mach ein paar von beiden. Ich will sie in Aktion sehen. So ist es. Entwerfe Tests für beide. Verfügbar in Evolutionsgrube. Ja, dann schauen wir doch mal da rein. Aha, aha, aha. Ja. Stachelprofil. Aha. Wunderschön. Kloppen sie jetzt auch weg. Angriffsreichweite um 20% auf 6 erhöht. Ja, und was ist das hier Schönes? Zusätzliche Panzer. Ja, und Sterbliche sind sowieso viel besser als Hydralisken. Abgesehen. Andersrum. Hydralisken sind sowieso viel stärker als Unsterbliche. Erhöht plus 20 Max-Treffpunkte. Ein Anstieg von 25%. Hey, was haben wir hier? Raserei? Cool. Erhöht. Aha. Erhöht im aktiven Zustand die Angriffsgeschwindigkeit 5%, 50 Sekunden lang um 50%. Ablenkzeit 30 Sekunden. Raserei und Partner. Ja, was nehmen wir denn mal? Zusätzliche Panzerung hier vielleicht? Oder das hier? Immer mal Raserei, oder? Ja, nehmen wir das mal. Dann haben wir hier noch was beim Schabenkopf. Haben wir schon ausgewählt. Zergling hatten wir auch schon ausgewählt, ne? Schön Adrenalindrüsen. Und was hat er hier nochmal? Ich werde deine Erinnerungen durchsuchen und herausfinden, warum ich so wütend werde, wenn ich dich sehe. Ja, du ekelhafte Schleimbeutel, ich weiß warum. Ablenkung. Ich sehe es in deinen Gedanken. Du hast die Königin der Klingen erschaffen. Ja. Es waren deine Gliedmaßen, die mich in dem Kokon einwickelten. Du Schmierlappen, du. Schwach und weich. Knochen gebrochen. Fleisch zerfetzt. Dich verbessert. Sei froh, dass du für den Schwarm so wichtig bist. Sonst wärst du jetzt tot. Unverständlich. Schleimbeutel.
Unverständlich, ich wüsste nicht, Yoda. So, dann wollen wir mal zurückgehen. Evolutionsgrube, ja, irgendwas ist doch hier. Ach, Evolutionsmission. Zerling-Gattung bereit für Anpassung. Einzigartige Essenz auf Planet der Liga entdeckt. Essenz einsammeln, Zerling anpassen, Außenposten der Liga zerstören. Gattung Raptor, Gattung Schwarmling, aha. Ja, würde ich sagen, und dann machen wir das doch einfach mal, ne? Zerkling-Evolution. Feuer frei für die Zerkling-Evolution. Die Mission Zerkling-Evolution. Das lädt ja und lädt ja wieder. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich im Hintergrund noch hochlade, gerade ein Video, und nebenbei auch noch drei Videos render. Ja. Oh, da ist ein kleiner Zerkling hier in seiner Hand. Ne? Kleine Larve, die gleich zu einem Zerkling erschaffen wird. Und dann wird sie zu einem kleinen Kokon, ich meine zu einem kleinen Ei, und da platzen zwei Zerklinge raus. So, und dann wollen wir mal die nächste Mission starten hier. Zap, zap. Und los geht's, Feuer frei. Planet Kalos. Kalos. Außenposten der Liga auf Klippen über Tal. Mhm. Außer Reichweite. Gut. Anpassung notwendig. Ja, dann passen wir uns doch mal an, ne? Ansässige Karak besitzen enorme Sprungkraft. Überraschend Beute. Karak verschlingen. Essenz sammeln. Ja. Kann Eigenschaft in Zerklingstrang assimilieren. Dann schlimm wir den mal weg, wenn ne? Gesammelt. Außenposten der Liga erreichbar. Wunderschön. Ja, dann schlemmen wir doch mal diesen Karak hier weg. So. Und weiter geht's. Ja, war's das schon hier, oder was? Essenz aller. Zerklingstrang verwoben. Die kleinen Jumplinge, Jumpstylinge. Dann wollen wir sie mal in Aktion sehen. Ejo, richtig, so ist es. Schicke jetzt weitere Zerklinge. Oh ja, Masse. Mit kleinen Flügelchen. Ja. Oh, hier mal so zwei Grüppchen hier. Ja, Pausen ziehen. Mal zwei Gruppen. Eins und Gruppe zwei. Jaha! Jumpstyle! geil sind die denn, bitteschön. Ich liebe es und auf drei mache ich. Nee, ich mache hier auf. Doch, auf drei oder auf vier? Auf vier mache ich dann komplette Gruppe. Oh, hopp, hopp. Oh, was für süße Geräusche. Ich liebe es. Ja. Nein, nein, nein! Oh, Jumpstyle Super Attack! Ja, schlemmt sie euch rein! Ah, wunderschön! Wunderschön! Ja. Herrlich! Außenposten zerstört. Ja, wie auch sagen. Nächste Gattung bereit für Test. Aha, was kommt jetzt? Planet Astrid 3, verwilderte Zergbrut. Voller die Waldfee. Verwilderte Brutstätten entwickelten einzigartige Anpassung. Morphen Zerglinge sehr schnell. Ich übernehme jetzt die Kontrolle über den Schwarmcluster. Ja, tun wir das mal. Integriere Anpassung in Schwarm. Wow. Auf diesem Planeten befinden sich Streitkräfte der Liga. Ja, sie da bewegen sind sie schon. Sich in Richtung des Schwarmstocks. Beeil dich, Abatur. Los, Abatur. Schwarmling-Gattung verfügbar. Bereit für Metamorphose. Oh, schön. Machen wir sie mal ordentlich. Schlüpft schnell. Oh, schön. Aus einem Ei. Überrennt Feinde. Drei aus einem Ei. Ja. Mit Spielspaß und Spannung. So, kann ich jetzt hier auch schon.
Larven zu Schwarmlingengattung morphen. Oh ja. Ein bisschen umrennen hier. Singeln, die Lümmel. Ja, so ist das. Ah, alle weggeschlemmt. Angreifer eliminiert. Bereit, weitere Zaglinge zu morphen. Na klar. Basis zerstören. Wunderschön. Ah, da zerstören wir mal die kleine Basis hier. Kann ich jetzt hier nur Linge bauen? Langweilig. Vielleicht kann ich wenigstens auch ein bisschen Eco-Pulvern. Oh, ein bisschen Schleim hier noch verbreiten. Naja, hast du hier nichts mehr zu schleimen? Ist doch noch Zeit, oder was? So. Oh, ein paar Legendärpulver. Den Bunker muss ich hier mal wegmachen. So, jetzt okay, gehen wir erstmal den Bunker hier. Ja, überall sind sie. Nö. Ach, kann ja so wegräubern. Ein Tor. Tschüss, Tor. Weiß gar nicht, wo er raufschießen soll, ne? So, das ging ja zügig. Habe ich die auch schon weggeräubert. Wunderschön. Liga vernichtet. Schwarmling-Test abgeschlossen. Schön. Muss Sequenzen für Schwarmintegration vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Kehr mal zurück. Auf Wiedersehen. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Ich will die springenden Linge machen hier. So, Evolution, das ist viel schöner. Jumpstyle-Linge, let's go to the party. Ein bisschen Jumpstyle, ein bisschen Jumpstyle. Wunderschön. Ja, ich liebe es. Herrlich. Ist ja fast wie so eine kleine Mini-Mission, ne? Ich hab's jetzt hier, ja, ich werde die einzeln aufnehmen, nee. Das packen wir jetzt, packen wir direkt noch eine Mission hinterher, ne? Na klar. Oh, da stüpft er wieder raus hier, aus seinem kleinen Loch. Der Schlawiner. Avatar. Ich werde deine Erinnerungen durchsuchen und herausfinden, warum ich so wütend werde, wenn ich dich sehe. Ja, weil du ein Arschloch bist. Unwichtig. Ich ja, wissen wir ja. Schwach und weich. Ja, komm, zieh Leine. Froh, dass du für den Schwarm so wichtig bist. Genau. Sonst wärst du jetzt tot. Wissen wir doch. Unverständlich. So, und wieder zurück. So, und nun? Neues Gespräch hat sie. Unsere Späher berichten von einem großen Protoss-Schiff auf der anderen Seite des Mondes. Oh, ein großes Protoss-Schiff. Es muss das interstellare Schiff sein, mit dem sie hierher gekommen sind. Vermutlich. Es ist noch nicht zum Abflug bereit. Das ist schön. Wird es aber sein, bevor wir es erreichen. Sie sind zäh. So viel steht fest. Auf jeden Fall. Aber ich bin vorbereitet. Aber du bist Seher, ne? Pfarrisseher, nein. Was, Lazara will mich auch wieder voll quatschen hier? Ihr müsst das nicht tun. Doch. Ihr könntet gehen. Nein. Verlasst diesen Mond, bevor die goldene Armada eintrifft. Fresse. Ich kann nicht weglaufen. So ist das. Das weiß ich jetzt. Ja. Meine Feinde werden mich auf ewig verfolgen. Das werden sie tun. Mir bleibt nur der Kampf. Genau. Niemals. Hol die Klinge raus. Frieden? Friede, Freude, Eierkuchen, ne? So, dann wollen wir mal gucken, was jetzt für eine Mission steht. Die Protoss haben ein Schiff von der dunklen Seite Kaldias ausgestartet. Wir können seine Gegenwart noch spüren, aber die Zeit wird knapp. Ja, schön. Körper des Feindes. Da gibt's so einen Film drüber, ne? Ja, klauen die hier Filmtitel oder was? Verseuchen sie das Protoss-Schiff. Ja, dann machen wir das doch mal.
bisschen verseuchen, das macht auch immer Spaß. Eines eurer Schiffe ist entkommen. Dann müsst ihr nur noch auf die Goldene Armada warten und euer Tod wird ein schneller sein. Es tut mir leid. Was? Das Abschlachten meines Volkes? Das, was ich dir antun muss. Oh! Deine Freunde auf dem Schiff können dich spüren. Sie wissen, dass du noch hier bist. Nein. Sie können dich jedoch nicht auf ihr Schiff warpen, weil ich es blockiere. Nein! Nein! Doch, wenn ich den Schleier fallen lasse. Nein. Warp mich nicht heran, Templer, nicht! Doch. Lässt sie von den anderen Protoss retten? Sie wird ihnen den Tod bringen. Schön verseucht das Schiff, ne? Mit einer ganz bösen Larve. Die Killerlarve schlägt wieder zu. Teil 1. Wird alles verkillern. Ja. Kille. So, und dann mal los. Laden, bitte. Langsam aber stetig schreitet der Ladebalken voran. Er muss sich erst noch entspannen ein wenig, bevor das Game losgeht, anscheinend. Ja, Computer, komm. Gib sie mir. So, und dann geht's mal los. Mit Mission 6 sozusagen. Das andere war so eine Mini-Mission, würde ich eher so sagen. Diese Evolution, die wir da durchgeführt haben. Ja, dann starten wir mal, ne? Zack. Ja. Jetzt. Und platze. Hör gut zu. Diesem Schiff ist es gefährlich. Ja? Befolge meine Befehle und versteck dich in den Schatten. Du wirst fressen und wachsen. Verseuche das Schiff. Mach es. Töte jeden einzelnen Protoss. Tu es. Tu es, kleine Mini-Larve. Ist die süß. Ist ja super süß. Was kann die hier machen? Parasitäre Infektion. Ja, dann huppeln wir hier mal lang. Huppel. Guck mal, kann ich ranzoomen. Die kleine Mini-Larve hier. Zup. Die ist ja süß. So, ja. Was voll eine Brut. Oh, hier. Kann ich das hier. Kann ich hier ran? Nee. Wo geht's denn hier weiter? Ach, kann ich hier durch? Die quietscht hier rum. Och. Keine Angst. Alles gut. Verstecke mich auch vor den bösen anderen Protossen. Hui. Auf diesem Schiff wimmelt es von Leben. Es sollte nicht schwierig sein, Biomasse zu finden. Nee. So. Ja, ich sehe aber noch keine Biomasse. Dann ist die knuffig. Ja, Mama kommt ja gleich. Kann ich denn da lang? Kann ich da oben noch lang schratzen? Ach, da geht's ja weiter. Ah. Ein Berserker. Was war das für ein Geräusch? Nee. Okay. Die Luft ist rein. Friss nun deinen Wirt. Ah, für Biomasse. Kann ich den auch hier verseuchen? So, und weiter geht's. Ein Protektor. Versteck dich zwischen diesen Abluftschächten. Haha. Sicher entdeckt. Priorität 1. Festgelegt. Alle anderen Prioritäten aufgehoben. Patrouillieren. Nein. Das finde ich gar nicht gut, dass du hier patrouillierst, meine ich, ja. So, und jetzt? Jetzt kriege ich hier schnell weg. Schon versteckt. Es gibt keinen Weg an den Berserkern vorbei. Infiziere das Ursadon und zerquetsche sie.
Ah, Ursadon, leg los! Klopse die weg! Glauben also, sie hätten nur ein paar verseuchte Tiere. Anscheinend. Sie haben ja keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Quetsche! So. Klopp es weg! So. Zeit, dass du zu einer Brutmutter heranwächst. Ja, und verzehren wir dich hier nochmal. Ja, dann wird man zur Brutmutter, kleine süße Larve. Was ist hier los? Oh, ein kleiner Schacht. Da können wir hier heimlich uns aus... Ah, schön. Mutieren können wir jetzt hier. In diesem Bereich bist du vor neugierigen Blicken sicher. Hm. Entwickle dich. Wachse. Wachse, los. Ja. Ja, ich will jetzt hier wachsen. Geh. Brutmutter-Kokon. Da ist er ja, die Mama. Mami. Zergling geschaffen? Aha, oder? Du bist Niadra. Schaffen wir mal einige dies hier. Dies ist deine Bestimmung. Erschaffe eine Brut und vernichte die Protoss. Sind sie durch? Sie alle. Ich lebe, um zu dienen. Ja, schön. Ich bin Niadra. Du bist Viagra? Aha. Aber nicht so schön, dass du Viagra bist oder nimmst. Ja, und wie komme ich jetzt hier? Ach, da kann ich kaputt machen. Kannst du hier noch? Töte diese Kreaturen. Ich kann ihre Biomasse verschlingen und unsere Brut damit vergrößern. Wunderschön. Krieger haben unser Schiff infiltriert. Krieger, zerstört sie. Danach zu töten. Ja, ordentlich was in Pulvern. Wunderschön. Ah. Oh, der dicke Usadom hier auch noch. So. Kann ich wieder Eier legen? Ah, kann ich mal Eier legen jetzt wieder? So. So, gucken wir uns das ja auch nochmal alles. Mehr gibt's hier nicht, oder was? Ah, da sind auch noch zwei von meinen kleinen Lingern. Jumpstyle-Linge. Ja, meine Königin. Will da durch. Hallo. Das ist schön. Dieses Schiff wird brennen. Ohne Ende. Durchbrecht ihre Verteidigung. Nichts hält den Schwarm auf. Oh. Ich höre. Jumpstyling, go go! Aha! So. So, let's go! Ich da nicht hin, ne? Kann ich hier nicht wieder? Nö, kann ich nicht. So. Jumpstyle rauf! Ah! Gehen wir doch mal den Schild hier, ne? Wunderschön. Ah! Tun wir dies! Starke Energie dringt aus diesem Teil des Schiffes. Was hat es damit auf sich? Na, ah, gucken wir doch gleich mal dahin, was da los ist. Wie kann ich dienen? Unsere Zeit ist gekommen. Ja, auf jeden Fall. Wir gehorchen. Willst du da auch rein? Ey! Willst du da... Sag mal! Lässt du mal deine kleinen Freunde durch? Die Energie ist überwältigend. Ja! Du hast den Warp-Antrieb gefunden. Zerstöre ihn und ihr Schiff wird Chakoras niemals erreichen. So. Nur noch ein paar Eier legen hier. Der Schild ist unten. Juhu. Ich werde den Warp-Antrieb zerstören. Ja, das hört sich doch gut ohne an. Frage. Wir streben danach zu töten. Ja. Für den Schwarm. Sag mal so, und jetzt kommst du da lang.
Kommen wir dann nirgendwo lang, oder was? Jumpstylinge! Warum könnt ihr da nicht rüberspringen? Seid ihr blöd? Da kommen wir da nicht echt nicht lang, ne? So, ich will doch mal dahin jumpen. Aber. Ach, kann sie das hier, ne? Ja, du bist Viagra, ja, jetzt. Ah, wunderschön. Klopp mal drauf. Mit deinen kleinen Speeren. Ja, wunderschön. Viagra hat es mal wieder geschafft. Ich bin Viagra. Ja. Der Warp-Antrieb wurde beschädigt. Ja, und jetzt? Haltet sie auf! Die Zerg dürfen die Stasiskammer nicht erreichen. So. Ein paar Eier noch legen wieder. Oh. Hier wird keiner was erreichen. Schanzerlinge, go, go! So. Da habe ich auch noch Länge. Ja, meine Kämpfer, ihr werdet den Schwarm nicht aufhalten. Nee, das wird er dann nicht. Oh. Hallo? Ja, nochmal neu, ne? Ja, ich denke, ich soll da keinen hinlassen. Ja, dann habe ich das wohl doch leicht verstanden. Leicht falsch verstanden, meine ich. Hab zwar gehört, dass Viagra hier überleben muss, aber hab gedacht, die wird dann zum Ständer und dann stirbt die nicht. Das wusste ich nicht. Ja, so ein Mist. Dann nochmal von vorn oder von dem Speicherpunkt aus. So, jetzt kloppen wir uns das mal weg hier. Genau. Warnung. Der Warp-Antrieb wurde beschädigt. Sofort evakuieren. So, jetzt kloppt die doch mal weg hier. So, jetzt springt sie doch mal an hier. So. Ein paar Eierchen noch produzieren. So. Genau, werdet ihr nicht. So, jetzt kloppt die doch mal weg hier. So. Wie du wünschst. Und wo müssen wir jetzt hin? Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Hä? Hm. Nochmal. Bei Nicht-Deport aus 106 verbleibt. Ja, soll ich jetzt 106 Einheiten in 30 Sekunden töten oder was? Hm. Fragen über Fragen. Ja, nochmal testen, ne? Und nochmal go. Ich bin Mia, ich höre. So, jetzt. Ne, jetzt müssen wir es mal einzeln machen. Warnung. Der Warp-Antrieb wurde beschädigt. Sofort evakuieren. Haltet sie auf! Die Zeit dürfen die Stasiskammer nicht erreichen. Ich höre. So. Lock sie doch mal weg jetzt hier. Ich bin Mia. Jetzt uns beeilen. Ach, da muss ich hin. Ach so, sag das doch. Na. Jetzt kloppen wir aber mal hier weg. Ah, so. Das Ding blockiert mich hier die ganze Zeit. Frechheit. Ah, Linge, sag mal. So, und dann müssen wir da mal hin. Ja, endlich. So. So einfach kann das auch sein hier. Kein Ding. Juhu. Ah, dann nehme ich die große Shuttle auseinander hier. Wunderschön. Bama. Viagra hat mal wieder geschafft. Viagra hat sie, Viagra oder wie sie auch immer heißt, hat sie auseinandergenommen. Ja, sieht so aus, ne? Warte.
In der nächsten Kammer geht etwas vor sich. Oh, was ist denn da? Notfall. Energieausfall festgestellt. Haha. Krieger aus Stasis. Okay. Nicht so schön. Dann produzieren wir mal ein paar. Dieses Schiff. Ich bin Labra. Ohne Frage. So, nehmen die auch nochmal mit. So, Samstylinge. Ah, schön. Da gibt's doch ordentlich Biomasse. So. Es ist an der Zeit, dass du dich weiterentwickelst. Schon am Start. Was ist jetzt? Ein Monster. Niadra hat's wieder geschafft. Für den Schwarm. Vernichtet die Exemplare. Ihr dürft den Schalk nicht erlauben, sie zu assimilieren. Was ist? Tötet ihre Krieger. Ich brauche diese. Jamtian! Oh, jetzt holen wir uns die ganze Biomasse hier noch schön. Da ist ja noch Biomasse. Aha, ganz übersehen, das kleine Einhorn hier. So. Alter, stürmt der hier weg? Frechheit. Alter Stürmer, ja, räumen wir auch so weg. Diese Jumpstyle-Länge sind ja sehr schnell wieder am Start. So. Und das hier auch noch kurz. So. Oh, ich kann jetzt auch Roaches bauen. Oh. Oh, ja, kein Ding. Kein Problem. Ja, ja. Ja, haben wir hier noch was? Ach, da. So. Klappt um, die Lümmel. Ach, wie herrlich ist das doch. Das ist einfach herrlich. Kannst du jetzt hier nochmal mutieren lassen? Gleich, ne? Für den Schwarm. Fehlen irgendwo noch welche? Wie du wünschst. Wie ich da noch irgendwelche vergessen? Irgendein Viech hier? Nö, alle weggeräubert. Oh, ja, ja. Sie dürfen das Orsodon nicht töten. Das meins. Es gilt, Protoss zu vernichten. Ja, so ist es. Du musst dich weiterentwickeln und stärker werden. Die letzte Schlacht steht bevor. Nochmal stärker. Was wird sie jetzt? Wird sie jetzt eine super Viagra-Tablette? Ja, es wird sie. Und dann bauen wir doch mal ein paar. Ein bisschen Mischmasch hier. So. Unsere Zeit ist gekommen. Los ist es. Ich höre. Wie kann ich dienen? Usedom, komm mit. Die Protoss sich an die Brücke. Richtung hier gestratzt. Ohne Frage. Jump doch mal drauf da. Machen wir ein bisschen Jumpstyle. Ah, dieses Monster hier ist so blöd. Endlich. Weiter wird uns das Schiff nicht bringen können. So. Mach die Rettungskapseln bereit. Vernichte die Kapseln, bevor sie starten. Genau. Sie dürfen Shakuras nicht erreichen. Weggekapselt. Stirb. Führe meine Brust. Reicht sie an. Wir müssen unseren Brüdern Zeit verschaffen. Jo. Sie machen mehr Rettungskapseln. Besser wäre das. Vernichtet sie. Ich fürchte keinen Feind. Denn die Kala ist meine Stärke. Schaut sie doch mal an hier. Zerstört die Kapseln, bevor sie entkommen. Na klar. Uns läuft die Zeit davon. Und zerstör sie doch mal. Sofort. So, die jetzt auch noch hier. Oh, das wird schon wieder knapp. Ah, das so. Schwarm. Wir schweigen sie in die Leere über.
So, die kloppen wir jetzt auch noch weg hier. Stopp drauf! Wunderschön! Wir geben unser Leben für die Kala. Nee, ihr wurde besiegt bereits. Oh, jetzt packen wir aber die dicken Dinger aus hier. Los, attackiert sie doch mal hier, richtig. Oh, Jumpstylinge, Attack. Ich höre. Oh. Alter. Oh. Jumpst an, los. Das Stürmer hier, ne? Ein Limmel ist das. Oh, klopft sie weg. Jiha! Ganz die einfach. Sind nicht mehr meine Königin. Nee, alle weggeschlemmt. Den habe ich verseuchtes Viagra gegeben. Hörst du mich? Hallo? Ja, ich höre dich. Ich bin doch hier. Wir sind allein. Nein. Die Königin der Klingen hat uns ein Ziel gegeben. Die Vernichtung der Protoss. Wir bereiten uns vor. Ja. Wir werden wieder dienen. Juhu! Das freut uns aber. Sieg! Ah, was haben wir denn hier? Biomasseneffekt. Sammeln Sie im Körper des Feindes 54 Einheit Biomasse. Ja, Wahrungen natürlich. Mit Körper des Feindes. Schließen Sie die Mission Körper des Feindes in der Kampagne von Art of Swarm ab. Ja, haben wir natürlich auch geschafft. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ja, vielleicht sollte ich hier nochmal... Ich mache jetzt nochmal fortfahren nochmal. Mal schauen, vielleicht ist ja da noch irgendwas, ne? So ein Intro oder sowas, ne? Man weiß ja nie. Wollen wir mal reinschauen. Und... Feuerfrei! Es gibt kein Zurück mehr. Nein. Ich verstehe nicht. Die Protoss werden mir das, was ich hier getan habe, niemals verzeihen. Ja. Selbst wenn meine Rückverwandlung ihre Angst vor mir gelindert hat. Nun, ich habe ihnen neue Gründe gegeben, mich zu fürchten. Aber ich werde nicht darauf warten, dass sie zu mir kommen. Nein, das werden wir nicht. Ich werde zuerst zuschlagen. Ja, mit Rechts-Links-Kombination. Unser Leviathan ist in der Lage, uns auf deinen Befehl hin zu einem anderen Planeten zu bringen. Mhm. Aber erstmal gucken wir jetzt hier nochmal eine Runde in die Evolutionsgrube rein. Was wir jetzt hier so Schönes freigeschaltet haben. So, Schleimbeutel, was gibt's hier Neues, hä? Neues Gespräch mit dir? Parasit im Protoss-Wirtskörper eingesetzt. Ah. Ja. Was ist damit? Gerissen. Mhm. Unorthodoxes Denken. Protoss nicht infizierbar. Aber es wird für Fremdkörper geeignet. Das ist Ursprung von Parasit unbekannt. Ich habe ihn erschaffen, Abatur. Du bist nicht der Einzige, der Sequenzen weben kann. Ja. Offenbarung. Werde weiterarbeiten. So, und weiter. Evolution. Schadengattung bereit für Anpassung. Forschungseinrichtung der Protoss entdeckt. Dortige Experimente nützlich für Weiterentwicklung des Schwarms muss erlangen. Ja, machen wir es nochmal. Protoss zerstören, Schwarm verbessern. Ja, wunderschön. Dann machen wir das mal kurz. Die kleine Mini-Mission hier noch. Ah, ist ja wieder die kleine Larve, ne? Ja, wollen wir mal schauen. Na,
Komm schon. Dauert ja immer beim Laden hier. Und feuerfrei. Planet Kanta. Verborgene Protoss-Einrichtung. Jetzt habe ich aber Angst. Viele Protoss-Versuchsobjekte. Gefangener Skantipede, ansteckender Parasit. Ah. Nun, warum lassen wir ihn da nicht raus zum Spielen? Würde ich auch mal sagen. Der will doch nur spielen, will er doch nur. Da ist er, der kleine Skorpion. Parasiten in Wirt. Bricht aus Leichnam hervor. Müssen Essenz erlangen. Ah, cool. Protoss dürfen nicht zerstören. Nein, wir töten ihn vorher, natürlich. Aber wir dürfen zerstören, oder was hier? Ah, da haben wir die Essenz. Wunderschön. Essenz erhalten. Juhu. Schaben mit parasitärer Sequenz verändert. Gattung geil. Schlupfschabe. Implantiert Schabling als Parasiten. Cool, kann ich mich auch unterirdisch. Greift an. Niemand darf überleben. Ja, wo denn? Ach, da. Aha, kleine Mini. Lass die Schablinge den Feind zuerst angreifen. Na klar. Eine süße Schablinge. Wie niedlich ist das denn? Echt süß. Kurz mal rein. Ach, die leben nicht so lange. Und weiter geht's. Die sind dann niedlich, echt. Das ist echt eine coole Sache. Ah. Oh, eine Schabe ist rot. Die Minischaben sind hier rot, das ist ja kein Ding. Das ist ja echt mal eine coole Sache. Ja, herrlich. Protoss zerstört. Skantipeden-Essenz gesichert. Niedlich, die kleinen hier. Die Minischablinge, kleinen Babys. Echt süß. Planet Melus 4. Umgebung für Steuerung von Evolution genutzt. Mhm. Bestimmt eine Steueroase. Oh, die gehen eine Runde planschen. Mikrobische Organismen pflanzen sich in Teichen fort. Generationen von Schaben befohlen zu verschlingen. Bei Mehrheit Organe versagen. Sterben. Mhm. Überlebende angepasst. Symbiotische Beziehung zu Mikroben gebildet. Neue Gattung. Aha. Säureschabe. Säureschabe. Für Befehle. Ich spüre ja. Protoss in der Nähe. Schön. Testen wir diese neuen Schaben im Kampf. Würde ich auch sagen. Gattung Säureschabe. Säurehaltiger Speichel überzieht Feind. Verlangsamt Bewegung. Verlangsamt Angriffe. Oh, unterirdisch kann ich hier auch nicht bewegen, ne? So, erstmal ein bisschen reparieren, ein bisschen genesen lassen, ne? Oh. Oh, das wird aber heikel. Gegen so viele. Das schaffen die. Okay. Aha. Erstmal wieder regenerieren lassen, ein bisschen. Bis es auch allen wieder gut geht. So. Ja. Herrlich. Ach, da warten wir noch mal ein bisschen. Leben in der Speichel. Angriff,
Angriffe schwächen das Ziel und verringern die Angriffe und Bewegungsgeschwindigkeit um 75%. Heroische Einheiten werden um 20% verlangsamt. Ja, wunderschön. Oh. Aha. Bisschen blinken, ne? Zusätzliche Schaden treffen jetzt ein. Noch mehr. Ich hab doch noch alle behalten. So, glaube ich, ist eine Schabe verloren. Egal. Oh. Hab ich einen Koloss oder was? Da leg ich doch nicht ein einzige drin. Monstrosität! Ich kann mich kaum bewegen. Aha. Wunderschön. Säureschabe erfolgreich. Protoss vernichtet. Muss Sequenzen vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Und auf jeden Fall ganz cool, muss ich sagen. Aber die andere mit dem Babyschaben finde ich noch ein bisschen schöner. Integration. Erwarte Entscheidung. Ja, was ist denn was jetzt hier? Gattung, ja. Ich glaube, ich nehme hier. Die schöne kleine Schlupfschaben. Die natürlich auch geil sind, ne? Ah, nee, ich finde die kleinen süßen Schlupffarben schöner, glaube ich. Oder? Ja, so. Wir nehmen die Schlupfschaben. Hallo, Schlupfschabe. Zeig mir deinen Unterschlupf. Oder deinen Unterschlüpfer. Nein, lieber nicht. Sind voller Schleim, ne? So. Da krabbelt er schon raus hier, der Abatur. Der Abatur, der sitzt bei mir auf dem Abaturenbrett. So, und dann gehen wir wieder zurück, du kleiner Schleimsack. Wohl, vielleicht kann ich, muss hier noch was einstellen? Ne, ne? Ne, passt alles so. Ja, ich werde jetzt hier einen kleinen Break machen und bald wieder die nächste Mission, Mission 7 dann nämlich natürlich aufnehmen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal, euer Aggressor. See you!